Das macht die Faszination einer Multisportanlage aus, dass überall trainiert wird. Herzlich willkommen hier bei Doc Swim aus Teneriffa. Wir wandern jetzt mal innerhalb der Trainingsanlage Tenerife Top Training hoch in den Poolbereich. Der befindet sich nämlich dort hinten. Und auf dem Weg dorthin sprechen wir mal über einen wirklich wichtigen Aspekt im Training, der häufig unterschätzt wird oder gar völlig ausgelassen wird, insbesondere bei den Triathleten, vielleicht auch bei den Freiwasserschwimmern, nämlich der Startsprung. Der Startsprung im Training hat eine ganz besondere Bedeutung, an die man mitunter gar nicht so richtig denkt. Dahinter stecken viele Trainingschancen. Das Training kann an Effektivität und Dynamik gewinnen. Und deshalb lohnt es sich, mal über dieses Thema zu sprechen. Denn es kann deinem eigenen Training doch nochmal ein paar ganz wichtige Aspekte verleihen. Beschreiben wir die Situation einfach mal so, wie sie ganz häufig ist im Training. Und da starten wir die verschiedenen Intervallserien ja mit dem Abstoß vom Beckenrand, natürlich auch in guter Position. Wir merken aber auch sehr deutlich, dass selbst wenn wir gleiten wollten, es eigentlich keinen Sinn macht, länger als vielleicht 7 Meter zu gleiten, weil das Tempo einfach dann schon viel zu niedrig ist. Das bedeutet, wir beginnen dann schon mit der Beinarbeit und auch mit dem Schwimmen in ganzer Lage. So sehen wir also ganz gut, dass der Abstoß zwar schon nötig ist und natürlich auch einen Tempovorteil bringt, aber eigentlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Dynamik des Startsprungs. Denn da sieht es ja mal ganz anders aus. Dort haben wir eine deutlich höhere Eintauchgeschwindigkeit. Einmal natürlich durch die Höhe und hoffentlich auch durch den richtigen Eintauchwinkel, die dynamische Beinarbeit. Und jetzt kommt der ganz wichtige Aspekt. Dieses hohe Eingangstempo in die Schwimmlage bedeutet natürlich, dass wir nicht nur nach 10 Metern einen Tempovorteil haben, sondern dass der sich auch nach hinten ausdehnt bis 12, 14, 16, 18, 20, 25, vielleicht sogar 50 Meter. Denn natürlich wirst du auch schon gemerkt haben, bei einem guten Startsprung sind die 50 Meter Zeiten natürlich viel besser als nur mit einem Abstoß. Und was hat das nun für Auswirkungen für das Training? Ganz klar, wir gehen mit einem viel höheren Tempo in die gewählte Strecke hinein und haben dann auch deutlich größere Chancen, das hohe Tempo länger zu konservieren. Wir sind auch gewillt, dieses hohe Tempo länger zu konservieren. Damit steigern wir ganz einfach die Qualität des gegebenen Intervalls, der gegebenen Strecke. Und erreichen dadurch ganz einfach höhere Geschwindigkeiten. Geschwindigkeiten, die wir nicht erreichen würden, wenn wir uns nur abstoßen würden. Da sehen wir also schon mal ganz großartige Chancen, um dem Training immer mal wieder einen entscheidenden Aspekt zu verleihen, das Tempo nach oben zu bringen. Natürlich, gerade für die Beckenschwimmer, ist es deshalb schon besonders wichtig, diese Startsprung- und Eintauchübergangstechnik für das Rennen zu üben. Da gehört es zweifellos sowieso dazu. Aber ich möchte ja auch alle anderen dazu motivieren, öfters mal auf den Startblock zu steigen. Ich vergleiche das gerne wie folgt. Vielleicht kennst du das Auftaktzeitfahren bei der Tour de France. Dort startet man ja von einem Podest herunter. Das gibt dem Fahrer die Möglichkeit, in ein höheres Tempo überzugehen, natürlich auch mit der entsprechenden Übersetzung sofort den Tritt zu finden, die Trittfrequenz, die man auch anstrebt. Doch auch hier ist es so, dass natürlich dieser Tempovorteil nicht nur auf den ersten 10 Metern besteht, sondern auf den ersten 100, 200, 500, vielleicht sogar dem ersten Kilometer. Wenn man vergleichen würde, wenn ein gleich starker Radfahrer daneben aus der Ebene startet, der eine ganz andere Beschleunigungsleistung auch vollbringen muss, die ihm erstmal Energie kostet auf der einen Seite und man auch die Frage stellen muss, ob er überhaupt in der Lage sein wird, dieses hohe Tempo zu erzeugen und wenn, dann natürlich deutlich später als derjenige, der vom Podest aus gestartet ist. Also daran sehen wir doch, dieser Vorteil ist nicht nur in einer kurzen zeitlichen Periode festzumachen, sondern zieht sich über eine wirklich lange Distanz und wenn du jetzt im Training den Startblock für dich ganz konsequent nutzt, für die entscheidenden Intervallserien, wo es natürlich auch um das Thema Maximalgeschwindigkeit geht, dann verleihst du deinem Training ganz einfach nochmal eine ganz neue Qualität. Und insofern spricht doch einiges für den Startblock. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir ein paar Startblöcke auch noch zu sehen bekommen. Jetzt beeile ich mich mal ein bisschen. Angekommen. Die Startblöcke sind also nicht nur eine schöne Dekoration, machen sich nicht nur gut hier am Beckenrand, sondern sie erfüllen eine echte Funktion. Und so kannst du jetzt auch zukünftig dein Training so richtig aufwerten. Gerade als Triathlet, Freiwasserschwimmer solltest du die Möglichkeit nutzen, dieses hohe Tempo ins Wasser hineinzubringen, zu versuchen, es noch länger zu halten. Du wirst somit deine Grundschnelligkeit sehr systematisch und gut geplant erhöhen können und das gibt auch auf den längeren Strecken nochmal ganz andere Möglichkeiten der taktischen Varianten, aber natürlich auch überhaupt des Spielraums und der variablen Verfügbarkeit des eigenen Tempos. Quasi ein legaler Vorteil, dein Training auf ein neues Niveau zu hieven. Ich hoffe, das waren Argumente genug, dass du jetzt auch häufiger mal auf den Startblock steigst, auch die Triathlon-Trainer ihre Schützlinge dazu bewegen, häufiger mal den Startblock aktiv in das Training mit einzubeziehen und ihn nicht einfach nur als Dekoration zu bewundern. Das war's für diesen Moment. Gib dem Video doch einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonniere diesen Kanal, leite das Video weiter, denn ich bin überzeugt, viele unterschätzen die Möglichkeiten des Startblocks und glauben vielleicht, der ist nur für Schwimmer vorbehalten oder für die Wettkampfschwimmer. Nein, es ist ein echtes Trainingstool, dessen sollten wir uns bewusst sein. Und wenn du selber mal von einem dieser wunderbaren Trainingsblöcke, Startblöcke, starten möchtest, dann komm doch hier nach Teneriffa in eines unserer Schwimmcamps. Die Informationen findest du hier unten eingeblendet unter der Webadresse t3-training.de und dann erleben wir hier vielleicht diese tolle Atmosphäre mal gemeinsam. Mich würde es freuen und damit sage ich Tschüss aus Teneriffa, bis zum nächsten Video.